Hey und Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Im letzten Part sind wir hergekommen. Das müsste übrigens Part 16 ungefähr sein, wenn ich mich nicht täusche. Also von der Schätzung, weil ich letztes Mal ungefähr vier Stunden gebraucht habe, um ungefähr verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Wo hat jetzt die Lockpick herbeschworen? Teufelskuss und billigere Beherrschung, nö. Kann mir nicht leisten. Aber interessant. Oh, wieder eine kleine Heilung erhalten. Nice. Und das Eis wird kleiner. 6 von 10, oh, ich habe fast keine Munition mehr. Wir könnten ein bisschen in die Richtung gehen. Hey. Da, der da! Okay. Motorisierter Patriot. Interessant. Ich weiß nicht, ob der viel bringt, aber naja. Schalt die Gondel mit dem Schock-Jockey ein. War hier nicht noch mehr von den Zeugs? Bevor ich das mache. Ah, er begleitet mich. Schön. Ich liebe solche Begleiter zu haben. Die halten nämlich immer so schön. Booker, da oben. Eine dieser Schock-Jockey-Türen. Die sollten wir uns vielleicht ansehen. Was genau ist das hier für ein Punkt? Na dann? Geht klar. Das finde ich mal cool. Da ist ein Waffenautomat. Medicine Kits. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen halt erstmal in die andere Richtung. Schauen, ob hier noch was ist. Hier könnte ja überall was sein, das ist ja das Schwierige. Ah, da will ich hin. Das war nicht das Richtige. Das wollte ich haben. Ich finde es interessant, dass die immer klingeln, wenn die irgendwo lang gehen. Oder eigentlich dumm. Hey, ding. Oh, jemand hat das Ding gestartet. Sieht aber aus, als wäre hier jemand hingerichtet worden. Nicht mehr viel übrig. Der alte Press. Oh, Feuervögel. Beim Schwung. Na, was habe ich im Moment? Interessant, aber brauche ich nicht. Ich habe was Besseres. Sportsmann, Miss Fitzroy. Ich schleiche mich nicht hinterrücks an, während Sie schlafen wie diese Vox-Bubis hier mit ihren Messern. Okay, ein Skype für mich. Und noch einer. Und wenn Sie das hören, regeln Sie Ihre Angelegenheiten und dann kommen Sie, um im Angesicht der Poeten zu sterben. Sie werden die Waffe eines weißen Mannes brauchen. Versuchen Sie es. Irgendwo was Sinnvolles? Da ist ein Schock-Jockey. Das System hier geht doch eigentlich nur hoch und runter, oder? Täusche ich mich da jetzt gerade? Aber es ist interessant. Ich würde trotzdem gerne wissen, ob hier noch mehr irgendwo von irgendwas ist. Ja, beschleunigen wir mal ein bisschen und schauen uns das mal mit Highspeed an. Also, wofür sind eigentlich diese Transportgleise dann, wenn die sowieso nur hier im Kreis führen? Keine Ahnung. Gehen wir mal zur Gondel. Schock. Und jetzt aber bitte. Bing, bling, bing, bing.
McGonagall kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Doc. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Oh. Ich glaube, ich sollte mir meinen Begleiter wiederholen. Schon dabei. Kommst du bitte her, Weibchen? Und findest alles raus, was mich störend ist. Ich könnte natürlich mit so einer Wand. Ich denke, es lohnt sich jetzt erstmal nach oben zu gehen. Da einfach ein bisschen rumzuschießen. Yeah. Ich weiß zwar nicht, wie. Ja, ist gut, treffen werden sie mich nicht können. Ich weiß nur nicht, wie gut ich die Gegner treffen können werde. Aber trotzdem. Bam. Das hat irgendwie was. Luftkampf. Wer will ein Stück von mir? Ihr wollt ein Stück von mir? Ich bin leider nicht in der Nähe. Natürlich können die das gleiche machen wie ich hier rumrasen, aber trauen sie sich das auch? Denn ich bin eine Tick derjenige, der schneller unterwegs ist. Das hat irgendwie was. Boom. Okay, weiter geht's. Ups. Ich wollte hier hoch. Autsch. Munition hier. Ich bin leider nicht in deiner Nähe. Sorry. Interessant. Wo sind die ganzen Gegner im Moment? Das ist wie... Das hat so ein bisschen was von... so eine Highspeed-Version von... Ups. Sorry, aber mit mir hier sich hier anzulegen, das lohnt sich nicht. Lohnt sich einfach nicht. Sorry. So, und beschleunigen. Und... Was? So, Waffenautomat. Danke für die neue Munition. Das ist ein absolut perfekter Punkt. Verletzt er den Verbündeten nicht? Ups, sorry. Ich denke, es wird Zeit, weiter zu rasen und weiter zu schauen, ob wir noch mehr Gegner haben. Ich sehe noch Gegner. Ich weiß zwar nicht genau wo, aber das werden wir schon sehen. Los, mach! Nicht gerade schwierig, die Aufgabe. Bam, in Eile. Stimmt, ich glaube, wenn man ein bestimmtes Tempo hat, einen Gegner erledigt damit, kriegt man das Zeugs. Das hat irgendwie was. Yeah. Erstens, man wird nicht getroffen und zweitens hat man halt die Chance, da irgendwelche Sachen zu machen. Hey. Oh, danke für die Munition. Die Gondel zum Luftschiff. So. Du meinst also, du hättest eine Chance? Glaube ich nicht. Wo ist jetzt die Gondel? Ach, da ist die Gondel. Hey, komm mit. Wir müssen die Gondel... Nicht im Kampf möglich. Wo zum Teufel sind noch Gegner? Bam und C. Ich denke, dass ich hier mal gleich abspringen werde. Los, mach. Machen wir mal ein bisschen Deckung.
Wo sind noch Feinde? Ich will nichts sagen, aber ich sehe keine mehr. Demnach würde ich sagen... Einmal bitte landen. Schön, oder? Wo? Finde schon was. Bam. Erledigt sich das? Kriege ich jetzt endlich mal meine gemütliche Auszeit? Elizabeth! Bitte sehr. Da ist nichts mehr. Dann könnte ich doch eigentlich wieder C drücken und umkehren. Und jetzt hoffe ich, dass es diesem Mal besser geht. Ich kann nicht direkt auf dem Schiff landen, aber gut. Ah, jetzt geht's. Ich probier's mal. Wo die immer steckt die ganze Zeit. Das war ein cooler Kampf. Und so weiter und so fort. Und go. Geh an Bord des Luftschiffs, First Lady. Aerodrom. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da... haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Ja, das habe ich doch irgendwann mal am Anfang gesagt gehabt. Jetzt habe ich schon... Ja. Am Anfang mit den Spielschulden. Da, oder mit den Spielschulden und dem Trinken und sowas. Das haben wir ja gesehen und vom Propheten haben wir es auch nochmal gehört. Sieht aus wie ein gebrochenes Schloss. Bin ich nur ein ständiger... Wenn ich anständig gewesen wäre, hätte ich an seiner Stelle ihr die Zuckerwatte gegeben, anstatt sie selbst zu mampfen. Aber okay. Teufelskuss, Hilfe und Beherrschung, billiger. Ich habe mehr Munition als ihr. Und solange ich die größere Menge Munition habe, seid ihr diejenigen, die fliehen solltet. Gesundheitskit, bla bla. Nichts wirklich Sinnvolles da. Eine Schrotflinte könnte ich mal nehmen. Panzerfaust. Ich will meine Panzerfaust behalten, zumindest für eine Weile. Macht dir einfach viel mehr Spaß. Kaffee für Salz. Oh, und was gibt's hier? Oh, ein Kinopo-Dingskind. Stimmt, ich muss sie wieder genau umsehen. A City Mourns. Eine Stadt trauert. Haben wir das nicht schon mal angeschaut? Lady Comstock's Grab in Emporia wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das habe ich garantiert schon mal gezeigt. Nein, ich habe es nicht gezeigt. Von dem shall never forget your sacrifice, dear lady. Ende. Aber das haben wir schon mal angeschaut. In dem einen Dings. Ich habe es übersprungen, aber trotzdem. Ich sehe da drüben ein Lockpick. Oh. Nice. Gute Arbeit. Kann ich gut brauchen oder können wir gut brauchen? Ich frage mich zwar, wo sie die hernimmt, weil ich die im Normalfall ja auch sehe, aber naja, gut. Was gibt's hier? Orange. Proven Murder of Kraus. Patented Wiggers. Ja, da sehen wir nochmal was über uns, über den Bösen. Im nächsten Mal sehen wir, wo uns das Aufzug hinführt. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und dich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun.